Das Buch von Werder Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer und Ex-Weser-Kurier-Sportchef Heinz Fricke. Du bist Werder Bremen. Details und Anekdoten, die unter Umständen nie an die Öffentlichkeit gekommen wären. Am Tage nach dem Spiel gegen Köln im Herbst 2014 war schon vor längerer Zeit eine ganz normale Aufsichtsratssitzung an einem anderen Ort terminiert worden. Also zu einem Zeitpunkt, als die Freistellung von Robin Dutt noch überhaupt kein Thema war. Nach der Niederlage gegen Köln war die Brisanz der Situation für alle klar. Als ich am Sonnabendmorgen gegen 8 Uhr die Zeitung aus meinem Briefkasten holte, schlich ich mich zum Osterdeich und konnte schon einige Pressevertreter vor Turm 1 sehen. Gut also, dass sich die Geschäftsführung noch in der Nacht mit Viktor Skripnik für 8.30 Uhr in Turm 5, also in meiner Wohnung, verabredet hatte. Die Autos von uns parkten unbemerkt hinter der Westkurve des Stadions, da man durch den Deichstart unterhalb des Osterdeichs, erreichen konnte. Viktor Skripnik bestätigte ohne Umschweife seine Bereitschaft, die Bundesliga zu trainieren, und wir konnten unbehelligt zur Aufsichtsratssitzung fahren. Mit meinem Rücktritt zum 31. Dezember 2014 hat natürlich Turm 5 jegliche Bedeutung als Tagungsort verloren, nicht jedoch als Treffpunkt vieler Werderaner. Bei der Verpflichtung von Robin Dutt hatten wir das hautnah erlebt. Die Geschäftsführung hatte sich mit Dutt in einem geheimen Ort in Stuttgart verabredet. Nicht einmal der Aufsichtsrat war über das Treffen informiert. Frühmorgens flogen wir nach Stuttgart und wurden von Frau Dutt unbemerkt in ihrem Auto zum geheimen Treffpunkt gefahren. Da erreichte uns der Anruf unserer Medienabteilung, damit ihr klar wisst, die Presse weiß, dass ihr in Stuttgart seid. Ein Passagier hat euch gesehen und ist der Presse gesteckt. Diese und weitere grün-weiße Geschichten gibt es ab Sonnabend zu kaufen. Unter anderem auch im Werder-Fanshop im Pressehaus.